Jugendfeuerwehr Hamstedt von Bernstedt kommen? Jugendfeuerwehr Hamstedt hört. Fahren Sie in die Fahrgasse 1 in Hamstedt, dort unklare Rauchentwicklung aus einem Einfamilienhaus kommen? Verstanden, auf Anfahrt mit Stärke 1,5. Ja, hallo, liebe Jugendfeuerwehr Hamstedt. Es ist wieder soweit, eine Woche ist rum. Ich hoffe, ihr seid alle noch gesund und munter. Begrüße euch ganz herzlich zum 6. Teil unserer Ausbildungsreihe. Heute geht es um das Thema, kann man Feuer und Rauch lesen? Wie ihr vielleicht schon aus der kleinen Einführung jetzt hier mitbekommen habt, geht es heute darum, was sagt mir eigentlich Feuer und Rauch. Starten wir in den heutigen Übungsdienst. Los geht's! Erste Frage erstmal in die Runde. Was ist eigentlich Rauch? Was meint ihr? Ja, stinkt, richtig. Qualm, ja, sind alle schon richtig Antworten. Wir gucken mal, was es in Wirklichkeit ist. Also, Rauch ist ein Stoffgemisch, welches sich aus einer Vielzahl von Feststoffen, Gasen, Dämpfen und Aerosolen zusammensetzt. Rauch bildet sich, indem die Wärmeströmung, das habt ihr beim letzten Übungsdienst gelernt, des Brandes im Brandgas Teilchen mitreißt. Zum Beispiel könnte das Ruß oder Asche sein oder irgendwelche anderen Bestandteile. Dann bildet sich Rauch. So, diese können entweder verbrannt oder unverbrannt sein. Das heißt also jetzt für uns, dass, zeigen wir es mal, Rauch ist quasi Brandgas, Schwebstoffe, also die Stoffe, die da drin enthalten sind, plus die Wärmeströmung, weil der Rauch geht ja erstmal nach oben, habt ihr sicherlich schon gesehen. Na? Man nennt diese Wärmeströmung auch die Thermik. Was das genau ist, hat man beim letzten Übungsdienst ja ausführlich besprochen. Okay, haben wir erstmal das geklärt, was Rauch ist. Entsteht also, wenn irgendwas verbrennt. So, im Rauch sind Brandgase, Rauchgase enthalten. Was ist das? Aus was besteht das? Schauen wir mal. Ganz wichtig, Brandrauchgase sind brennbar und giftig. Das müssen wir uns erstmal merken. So, jetzt wird es interessant. Was ist denn da drin in dem Brandrauch alles enthalten? Das kennt ihr. Das ist eines der gefährlichsten Atemgifte, die es überhaupt gibt, das Kohlenmonoxid. Abgekürzt chemisch mit CO. Kohlendioxid ist natürlich dort auch drin enthalten. Ruß, das ist das, was ich eben sagte. Das sind diese sogenannten Feststoffpartikel, die beim Brand mit entstehen. Chlorwasserstoff, abgekürzt chemisch diese HCIs. Blausäure. Stickoxide, auch sehr gefährlich. Schwefeldioxide und Dioxine, also nochmal Gifte. Hier unten gleich viermal das Symbol des Totenkopfs. Das heißt also, im Brandrauch sind giftige Stoffe enthalten. Und deswegen, in Rauch geht es nur mit Atemschutz. Und zwar so ein Atemschutz, der
Wie heißt das richtig? Genau, unluftunabhängiges. Gut. Also eine ganze Menge, was hier in dem Brandrauch halt drin steckt. Jetzt mal die Frage in die Runde. Kann man denn diese Stoffe, also quasi das alles hier, kann man das denn sehen? Ja, Ruß sicherlich, richtig, genau. Nein, also, diese Stoffe, das sind ja Gase, die kann man nicht sehen. Erstmal, lass mal einfach so im Raum stehen. Aber, was können wir denn sehen? Richtig, steht ja schon da. Wir können die Farbe des Rauchs sehen. Und das gibt uns letztendlich Aufschluss darüber, was in dem Rauch enthalten ist. Klingt erstmal seltsam, ist aber gar nicht so schwer. So, Brandrauch. Das müssen wir jetzt mal unterteilen in verschiedene, verschiedene Farbstoffe, sage ich jetzt mal. Wir haben einmal helle Rauchgase. Wir haben weiße Rauchgase. Wir haben gelbe Rauchgase. Schwarze Rauchgase und wir haben rotbraune Rauchgase. Was das jetzt alles im Einzelnen ist, klären wir jetzt auf. Helle Rauchgase bzw. weiße Rauchgase. Ich habe euch hier unten mal so ein schönes Bild hingemacht. Der ein oder andere von euch wird das sicherlich kennen, was damit gemeint ist. Stellt euch mal vor, wenn jetzt jemand in dieser Heizperiode zum Beispiel feuchtes Holz anzündet, was passiert denn dann? Richtig, es stinkt erstmal fürchterlich, das ist richtig. Und genau, dann seht ihr solche weißen Rauchwolken. Okay, klären wir es auf. Los geht's. Helle Rauchgase werden durch den Wassergehalt der Brennstoffe erzeugt. Was heißt denn das? Ganz einfach. Im letzten Übungsdienst hatte ich euch ein bisschen was über Holz erzählt. Na, und wer sich erinnern kann, ich sagte dort, dass Holz aus Fasern besteht, die Flüssigkeit enthalten, also Wasser. Und das muss natürlich erstmal verdampft werden. Und das ist das, warum hier Wassergehalt drin ist. Und jeder Stoff, Holz, hat irgendwo noch einen gewissen Wasseranteil drin. Und das ist das, was diese helle Rauchgase erzeugt. Na? So, hier steht es nochmal, helle Rauchgase deuten auf feuchte Brennstoffe hin, welche von kurzer Brenndauer sind, feuchtes Holz im Ofen zum Beispiel, oder eben wenn ihr ein Lagerfeuer anzünden wollt und ihr habt nasses Holz, oder wenn die Brennsaison in den Garten losgeht, na, dann stecken ja auch manche feuchtes Holz ein, das stinkt fürchterlich, qualmt fürchterlich und dann haben wir so ein Ergebnis. Okay. Hierbei entstehen mehrere Schadstoffe, wie zum Beispiel, na klar, Kohlenmonoxid. Hier ist zum Beispiel auch Essigsäure mit dabei, Methan und Feinstaub. Feinstaub ist das, was ihr einatmet. Ja? Die Gefahr ist hierbei die Bildung von Glanzruß in Schornstein, was wiederum den Schornsteinbrand begünstigt. Glanzruß, das ist so, was ihr wisst, Ruß. Ruß sieht ja mehr oder weniger mattschwarz aus. So, wenn wir aber feuchtes Holz verbrennen, dann bildet sich dort rum eine Glanzschicht. Das Zeug, das wird auch richtig hart. Und das lagert sich in Schornsteinen ab. Und dieses begünstigt wiederum einen Schornsteinbrand. Ja? Wir werden nach dem Schornsteinbrand mal in weiteren Übungsdiensten mal direkt eingehen, was man beachten muss und wie man diesen löschen kann. Okay, helle Rauchgase, beziehungsweise weiße Rauchgase, das habe ich jetzt mal zusammengefasst hier. Schwarze Rauchgase, dort unten ist das Bild. Das habt ihr sicherlich auch schon gesehen, solche schwarzen Rußwolken hier, wenn irgendwas brennt. Schwarze Rauchgase enthalten unverbrannte Kohlenwasserstoffe und Ruß. Sie entstehen, wenn zum Beispiel brennbare Flüssigkeiten brennen, und Kunststoffe,
Der Anteil der darin enthaltenen schädlichen Stoffe, Gase bzw. Dämpfe, ist sehr komplex. Ja? Also hier ist mehr oder weniger so gut wie alles dabei. Ja? Deswegen ist auch das so gefährlich. Gefährlich? Warum? Weil bei schwarzen Rauchgasen besteht ein erhöhtes Risikopotenzial, weil wir hier es mit einer fetten Verbrennung zu tun haben. Nur mal vorab der Hinweis, hier ist der Sauerstoffanteil zu gering. Das hat nichts mit Ölen und Fetten zu tun. Was das genau ist, sehen wir gleich in der weiteren Präsentation. Okay. Gelbe bis helle Rauchgase oder hellbraune Rauchgase. Ich habe euch hier auch mal so ein schönes Bild hingemacht. Ja? Das ist zum Beispiel, wenn Dachstühle brennen. Ja? So sieht das aus. Dieser Rauch ist hochgiftig und sehr stark konzentriert, da sich hier sehr viele Pyrolyse-Gase gebildet haben. Pyrolyse-Gase. Was das genau ist, sehen wir auch gleich. Weiterhin ist diese Art Rauch leicht entzündlich und enthält flüchtige organische Verbindungen, wie zum Beispiel Formaldehyd, Toluol, Styrol, Stickoxide. Das sind zum Beispiel Verbindungen, die in Kunststoffen drin stecken oder in Lösemittel und Farben. Dieser Rauch tritt auch auf in Nebenräumen, die durch den Brand stark erhitzt sind. Die sogenannte Brandausbreitung. Was heißt denn das? Nehmen wir mal an, wir haben so eine Reihenhaushälfte, jetzt brennt in einer Hälfte, sagen wir mal ungefähr hier, brennt der Dachstuhl. Jetzt greift das Feuer durch seine Ausbreitung auf die andere Hälfte über. Was meint ihr, was ihr seht? Ganz genau, ihr seht aus der anderen Hälfte diese Gase rausströmen. Warum die entstehen, sehen wir gleich. Rotbraune Rauchgase, auch hier. Mal ein schönes Bild. Was meint ihr denn, was könnte denn das sein? Nicht ganz. Also verrostete Sachen brennen hier nicht. Das stimmt nicht, auch wenn das die gleiche Farbe ist. Wir klären es auf. Okay. Also, rotbraune Rauchgase bilden sich, wenn Nitrosegase bei der Verbrennung entstehen. Nitrosegase, klären wir auch gleich, was das ist. Zum Beispiel bei der Verbrennung von Salzsäure und Stickstoff. Auch hier wieder das Achtungszeichen. Warum? Bei rotbraunen Rauchgasen besteht akute Lebensgefahr. Pyrolysegase, Nitrosegase. Was ist denn das? Wollen wir es uns angucken? Okay, schauen wir es uns an. Auf geht's. Ui, Stinkefüße! Nein, natürlich nicht. Okay, aber ihr wisst ja, ne, zwischendurch muss auch mal wieder sein. Kleiner Spaß. Also das hat natürlich mit Stinkefüßen überhaupt nichts zu tun. Okay. Zurück zum Ernst der Lage, klären wir es auf. Pyrolyse und Nitrosegase. Zunächst erstmal müssen wir klären, was ist denn eine Pyrolyse? Eine Pyrolyse ist ein thermochemischer Prozess, bei dem sich brennbarer Stoff bei hohen Temperaturen in seine Bestandteile zersetzt. Kurzum, der Stoff gas aus. Wie sieht das aus? Nehmen wir mal ein typisches Beispiel. Weihnachtsbaum. Mit echten Kerzen, man passt nicht auf, das Ding fängt irgendwann an zu brennen. Dort seht ihr das. Was passiert jetzt? Es brennt und es entsteht Rauch. So, dieser Rauch breitet sich über den ganzen Rahmen auf und heizt sich auf durch diese Flamme. Was passiert denn jetzt? Jetzt haben wir hier irgendwann durch diese ständige Aufheizung von diesem Rauch, kriegen wir hier eine Temperatur so zwischen 300 und 600 Grad.
Und jetzt passiert Folgendes. Hier haben wir einen Holzschrank und hier haben wir ein Sofa. Hier ist Stoff drauf, Holz drauf, Holz mit drin, Schamgummi, eigentlich sehr viele Kunststoffe. Hier in diesem Holzschrank sind auch Kunststoffe drin. Griffe, die Beschichtung, wenn es jetzt kein Echtholzschrank ist, der ist imprägniert mit irgendwelchen Farben, Lösemitteln und so weiter. So, seht ihr hier, ne? Jetzt geht's hier los, es geht auf dem Sofa los. So. Und die Konzentration dieser Gase, dieser Pyrolysengase, nimmt hier in diesem Brandrauch zu. Aufgrund der hohen Wärme. Weil es wird ja immer wärmer und demnach gast auch immer mehr aus. Okay. Pyrolysegase. Stickstoff. Bis zu ca. 60% ist da drin. Kohlenmonoxid. 60%. Wasserstoff. 5%. Kohlenmonoxid. 30%. Und höhere Kohlenwasserstoffe. Ca. 10%. Pyrolysegase entstehen, ich sagte es eben schon, bei einer Temperatur von 200 bis 600 Grad. Okay, was sind denn jetzt Nitrosegase? Nitrosegase sind zum Beispiel Stickstoffmonoxid, chemisch NO, und Stickstoffdioxid, chemisch NO2. Zusammengefasst werden diese Stoffe, das habt ihr sicherlich schon gehört, in die sogenannten NOx. Nitrosegase. Was steckt denn hier für ein Wort drin? Halt mal einmal eine Idee. Wunderbar, ich bin begeistert. Nitrat, Nitrit, wo finden wir denn sowas zum Beispiel? Richtig, in Düngemitteln. Ja? Also das tritt meistens auf, wenn Düngemittel brennt. Saugefährlich. Ja, unten sind nochmal die Piktogramme dazu. Ja, also, diese Gase entstehen im Verbrennungsprozess und jetzt kommt's. Sie sind schwerer als Luft und hochgiftig. Heißt also, diese Gase wandern Richtung Erdboden. Extrem hoch ist die Konzentration bei, da steht's, Düngemittelbrennen. Habt ihr richtig erkannt. Super. Okay, ich habe euch hier mal eine Tabelle hingemacht. Dort sieht man mal, was für eine Entzündungstemperatur notwendig ist, um dass die Stoffe von selbst anfangen zu brennen. Ihr wisst, letztes Mal beim Übungsdienst haben wir über die Zündtemperatur gesprochen. Nichts anderes ist das jetzt hier. Ja? Also wenn man sich jetzt hier mal anguckt, zum Beispiel Papier, das geht los bei 250 Grad. Wenn das entsprechend warm ist, fängt das Ding an zu brennen. Entsprechend Benzin, Heizöl, das man nur als Flüssigkeit, oder hier trockenes Holz, was wir in Müllerstücken haben, etwa bei 300 Grad. Ja? Okay, das nur mal so als Info. Wer natürlich die Tabelle haben möchte, kein Thema, einfach Bescheid sagen, dann gibt es die Tabelle auch mal als PDF. Okay. Warum ist denn das jetzt alles so gefährlich? Jetzt tauchen hin und wieder bei dieser Sache mit dem Rauch Begriffe auf. Die habt ihr auch schon mal gehört. Und zwar Flashover, Backdraft, Rollover, obere Explosionsgrenze, abgekürzt OEG, untere Explosionsgrenze, abgekürzt UEG. Was heißt denn das jetzt hier alles? Diese drei Sachen hier oben, Flashover, Rollover, Backdraft, das sind diesmal keine Erfindungen aus Hollywood und Amerika, sondern das gibt es wirklich.
Wir gucken uns jetzt mal an, was diese Begriffe auf Deutsch heißen. Dann wird es einfacher. Ja? Aber ich denke mal, diese Begriffe, vielleicht den nicht so, aber den auf jeden Fall habt ihr alle schon mal gehört. Schauen wir uns erstmal an, was die Explosionsgrenzen sind. Lasst mal kurz diese Tabelle auf euch wirken. Nur mal drüber gucken. Okay. Jetzt klären wir es mal. Wir haben hier oben die Luftkonzentration. Die sind hier 100% und hier hinten 0%. Jetzt ruft euch mal in Erinnerung das Tischmodell, was wir beim letzten Übungsdienst hatten, wo es quasi um die Frage ging, warum brennt es eigentlich? Nichts anderes ist das hier auch. Das ist nur mal noch in eine vernünftige andere Tabelle gebracht. 100% Luftkonzentration 0. Hier unten ist quasi die Gemischzusammensetzung. Und hier haben wir den brennbaren Stoff. Und wenn ihr euch das jetzt hier mal anguckt, wenn wir 100% Luft haben, Luftkonzentration, wir haben aber keinen brennbaren Stoff, was ist denn dann? Dann ist das Gemisch zu mager. Hier kann es keine Verbrennung geben. Weil wenn hier nichts ist, dann kann hier ganz viel sein, aber es kommt keine Verbrennung zustande. Weil was soll denn da brennen? Okay. Gehen wir mal nach hinten. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Vielleicht ist es da ein bisschen besser. Also, wir haben hier 0% Sauerstoff. Oder 0% Luftkonzentration. Wir haben hier unseren brennbaren Stoff. Der ist komplett da. Hier ist das Gemisch aber zu fett. Das heißt, teilweise gibt es eine Verbrennung, weil ein bisschen was ist noch da, aber es gibt keine Explosion. So, jetzt gehen wir mal in die Mitte. Das wäre dann dieser Bereich. Der nennt sich Explosionsbereich. Hier haben wir die richtige Luftkonzentration, die richtige Konzentration des brennbaren Stoffes und begrenzt wird der Explosionsbereich von der unteren Explosionsgrenze und der oberen Explosionsgrenze. In diesem Bereich das und das, was ist das? Hat einer eine Idee? Sehr schön. Das ist quasi das richtige Mengenverhältnis. Wenn das der Fall ist, dann kann es zu einer Explosion kommen. Oder dann kommt es zu einer Explosion. Okay. Das wäre das gleiche wie mit Brennen, nur mal hier mit der Explosion dargestellt. Okay. Oberer und untere Explosionsgrenze. Das ist quasi das, ich wiederhole nochmal, was den Explosionsbereich eingrenzt. Und zwar von Gemisch zu mager und Gemisch zu fett. Flashover. Der Flashover ist quasi, bei einem Flashover springt das Entstehungsfeuer auf den ganzen Brandraum über. Und jetzt seht ihr ja schon, der Flashover zu Deutsch heißt der Feuerübersprung. Springt über. Das heißt also, wenn wir in einem Raum ein Entstehungsfeuer haben, dann ist irgendwann die Konzentration dieser Brandgase so, dass quasi die Flamme auf die anderen Teile im Raum komplett überspringt. Das ist damit gemeint. Es ist quasi das Ereignis vom Entstehungsbrand zur Brandentwicklung und letztendlich zum Vollbrand. Damit es aber zum Flashover kommt, und das ist jetzt wichtig, muss eine ständige Sauerstoffzufuhr vorhanden sein. Das heißt, diese Flamme, die muss immer erhalten bleiben, die muss immer mit frischem Sauerstoff genährt werden. Wann haben wir denn sowas? Überlegt mal.
Richtig. Wenn zum Beispiel, wenn es brennt in einem Zimmer, wenn irgendwo Luft reinströmt, sei es eine Tür ist offen, ein Fenster ist offen oder auch in alten Gebäuden zum Beispiel, weil die sind nicht hundertprozentig dicht, dann strömt immer Luft ein und dann kommt es zu diesem Ereignis. Ich habe euch das mal grafisch dargestellt. Schauen wir mal, wir haben hier in dem Bereich die Temperatur und wir haben hier die Zeit. Das heißt, wir haben hier irgendwo, hier unten fängt das jetzt an zu brennen. Ihr erinnert euch, der Tannenbaum. Jetzt fängt das hier an zu brennen und es entwickelt sich jetzt der Brand. Und irgendwann haben wir einen Bereich erreicht, dann kommt es zum Flashover. Das geht schlagartig nach oben und es entsteht der sogenannte Vollbrand. Und irgendwann ist auch das vorbei, diese Phase, und es klingt wieder auf. Weil irgendwann sind wir ja dann auch mal so weit da, dass wir dann auch zur Einsatzstelle kommen und dann auch anfangen mit dem Löschprozess. Das ist natürlich jetzt hier in so einer Grafik nicht so schön erklärt. Wir schauen uns das mal in Bildern an. Ihr seht es hier. Wir haben hier so ein schönes Wohnzimmer. Ne? Nehmen wir mal ein, diese HiFi-Anlage hier hat einen elektrischen Defekt und die fängt jetzt an zu brennen. Hier haben wir einen kleinen Entstehungsbrand mit einer kleinen Rauchwolke. Die sogenannte Entstehungsphase. Na, ihr seht, der Rest vom Raum ist alles noch in Ordnung. Dann geht die Entstehungsphase zur Entwicklungsphase über. Das heißt, dieses Feuer hier, seht ihr schon, wird größer, greift schon auf diesen Schrank über. Und wir haben hier oben mehr Rauch. Weiter geht's. Jetzt wird das Feuer noch größer. Der Rauch wird dichter. Und richtig, er wird heißer. Warum wird er heißer? Weil wir hier durch diese hohen Temperaturen gasen jetzt diese Stoffe aus. Das Sofa gast aus, da hinten die Lampe, vielleicht sogar die Tapete oder auch noch der Fußbodenbelag hier drin. Das heißt, das ist die sogenannte Pyrolysephase. Die Temperatur hier drinnen steigt und es entwickeln sich immer, immer mehr Pyrolysegase. So, wenn das jetzt irgendwann zu viel wird, passiert genau das. Nämlich, diese Stoffe entzünden sich selber durch diesen Prozess und wir haben vom kleinen Entwicklungsbrand ruckzuck einen Vollbrand. Das ist das, wo diese Flammen überspringen. Ja? Vollbrandphase, Flammenübersprung. Das mal in einem Bild erklärt. Rollover. Diesen Begriff werdet ihr sicherlich so nicht kennen. Ich erkläre es euch, was das ist. Der Rollover ist die eigentliche sogenannte Rauchgasdurchzündung. Was heißt denn das? Anders als beim Flashover brennen hier allerdings nur die Pyrolysengase im Rauch. Der wesentliche Unterschied zum Flashover besteht darin, dass beim Flashover der ganze Raum brennt und hier nur die Gase. Diese beiden Ereignisse liegen aber sehr dicht beieinander. Zu erkennen ist ein Rollover, und jetzt kommt zwar hier, Roll ist rot, ein rollenden Flammen unter der Decke. Das habt ihr vielleicht schon mal in ein paar Videos gesehen, speziell wenn auch solche Feuerwehrleute in einem Feststoffbrenncontainer trainieren. Na, da habt ihr an der Decke oben diese rollende Flammenfront. Ja? Das ist quasi die Rauchgasdurchzündung der Pyrolysengase. Rollende Flammen an der Decke. Daher der Begriff Rollover. Wir merken uns, beim Flashover steht der ganze Raum in Flammen, weil die Flammen überspringen und hier zünden nur die Rauchgase. Das schauen wir uns jetzt auch mal hier in dieser Bilderreihe an, wie das aussieht. Wir haben wieder hier unseren Entstehungsbrand, ne? Diese HiFi-Anlage mit ein bisschen Rauch. So, das andere ist alles noch in Ordnung. Wir haben auch hier unsere Entwicklungsphase. Feuer wird größer, Rauch entsteht.
Die Temperatur steigt, demzufolge gasen jetzt hier diese Stoffe aus. Das Sofa gast aus, die Lampe, Tapete, Fußboden, was eben dort im Rahmen noch drin steht. So, und jetzt kommt ein Effekt. Deswegen steht das jetzt hier oben. Wir haben auch hier wieder Sauerstoffzufuhr. Na? Jetzt bilden sich hier in diesem Rauch, bilden sich so kleine, naja, sagen wir es mal Flammenblitze. Das nennt man die sogenannten Dancing Angels. Das heißt, wenn wir als Angriffsgruppe da drin sind und wir sehen, dass sich diese Flammenblitze bilden, dann steht der Rollover kurz bevor. Das ist für uns ein Erkennungszeichen. Okay, hier passiert jetzt gleich was. Ja. Das mal zum Rollover. Auch hier gibt es die Pyrolysephase, hier steht es drin, und die Temperatur steigt. Und das ist das Anzeichen dafür, dass sich diese Rauchgaswolke zu, und ihr seht das, zu dieser rollenden Flammenfront entwickelt. Ja, auch hier, da steht es nochmal, brauchen wir eine Sauerstoffzufuhr, um diesen Prozess zu erreichen. Das wäre dann die Rauchgasdurchzündung. Backdraft. Der Backdraft ist die sogenannte Rauchgasexplosion. Das habt ihr sicherlich schon mal gehört. Was ist das jetzt? Also, sagt es schon, Rauchgasexplosion. Der Unterschied zum Flashover und Rollover besteht hierbei jetzt allerdings, dass der gesamte Sauerstoff im Brandraum verbraucht wird. Die Flamme erlischt. Erinnert euch, wir hatten beim letzten Übungsdienst dieses schöne Experiment mit der Kerze und wo ich das Glas draufgestellt habe und die Flamme ist ausgekommen und der Rauch ist übrig geblieben. Genau das ist dieser Effekt. Das heißt also, wenn der Sauerstoff im Brandraum verbraucht wird, dann geht die Flamme aus. Aber die Gefahr ist nicht weg, weil, richtig, Glutnester noch da sind. Ja? So, wir haben dann einen sogenannten Schwelbrand. Jetzt entsteht hier Überdruck und Unterdruck. Man kennt das auch unter dem Phänomen pulsierenden Rauch. Durch die hohen Temperaturen, die jetzt, habt ihr ja eben gesehen, ne, die in diesem Brandrauch drin sind, und der Pyrolysengase, wenn jetzt eine plötzliche Sauerstoffzufuhr dazukommt, kommt es zu einer schlagartigen Explosion. Der Rauchgase, wobei ein Feuerball entsteht. Und dieser Feuerball, der kann bis zu ca. 2000 Grad heiß sein und sich mit einer Geschwindigkeit ausdehnen, zum Beispiel aus einer Tür schießen, von ca. 70 km/h. Und das ist schon richtig heftig. Da möchte kein Feuerwehrmann drin stehen, weil das ist dann mehr oder weniger auch das Todesurteil. Ja, weil das hält keiner aus mehr. Das sind immense Temperaturen hier. Ja, also da sollte keiner mehr irgendwo stehen. Also, wir merken uns, bei einer Rauchgasexplosion verbrauchen wir quasi den gesamten Sauerstoff im Raum. Es entsteht daraus ein Schwelbrand. Und wenn jetzt urplötzlich Sauerstoff dazukommt, explodiert uns dieses ganze Gemisch. Vereinfacht erklärt, hier unten nochmal in einer Grafik. Wir haben also hier unseren Sauerstoff und wir haben dort unten die Zeit. Ihr seht, das Ding ist jetzt schon hier im Brand und irgendwann, wenn der Sauerstoff aufgebraucht ist, geht diese Sauerstoffkonzentration natürlich nach unten. Was bleibt übrig? Es bleibt ein Schwelbrand oder ein Glutnest übrig. Jetzt kommt hier eine plötzliche Sauerstoffzufuhr dazu, weil vielleicht jemand eine Tür öffnet oder weil ein Fenster kaputt geht, zerberst. Plötzlicher Sauerstoff hier drauf, das ganze Ding explodiert und dehnt sich aus.
Das Ganze schreiben wir uns mal hier in dem Bild ein. Und zwar, wir haben auch hier wieder unseren Entstehungsbald. Wir haben auch hier die Entwicklungsphase. Das ist auch das gleiche wie bei den anderen. Ja, also hohe Temperaturen, das gast alles aus hier. Pyrolysephase, Temperatur steigt. Und jetzt kommt's. Der Sauerstoff ist weg. Das seht ihr hier. Übrig bleiben Blutnester und der sogenannte Schwerbrand. Jetzt kommt hier eine plötzliche Sauerstoffzufuhr dazu und das Ding, die Rauchgase explodieren. Das ist damit gemeint. Rauch geht rein und wieder raus. Was ist das? Ich habe euch da hinten mal so ein Bild von der Lokomotive hingemacht. Und da ist es nämlich, dieser Effekt ist da schön sichtbar. Und es wird auch tatsächlich dieses Phänomen, wird auch Lokomotiveffekt genannt. Ja? Pulsierender Rauch. Rein, raus, rein, raus. Was ist das? Also, bei Zunahme eines Brandes steigen die Temperaturen. Haben wir gelernt, wissen wir. Der heiße Brandrauch dehnt sich im Raum aus und erzeugt dabei einen Überdruck. Das ist ja warm. Dieser Überdruck drückt aus kleinen Spalten nach außen, weil so hundertprozentig ist ein Haus nicht dicht. Irgendwo habe ich immer einen kleinen Spalt, wo irgendwas nach draußen drückt. So. Sauerstoffmangel lässt den Verbrennungsprozess erliegen. Das haben wir eben gesehen. Also Sauerstoff wird verbraucht bei der Verbrennung. Irgendwann ist die Flamme aus. Das heißt, der Rauch kühlt jetzt also wieder ab und zieht sich zusammen. Wobei der Druck im Raum sinkt. Unterdruck. Frischluft strömt wieder nach und die Verbrennung und der Druck nehmen wieder zu. Das ist der Effekt des pulsierenden Rauches. Also eine Verbrennung kommt zum Erliegen, es kommt frischer Sauerstoff dazu, der Verbrennungsprozess kommt wieder in Gang. Und das ist ein Prozess, der geht immer hin und her. Das ist pulsierender Rauch. So erkennt man einen bevorstehenden Backdraft bzw. die Rauchgasexplosion. Was sagt mir der Rauch noch? Ja. Ja, kann man so stehen lassen. Gucken wir es uns erstmal an. Rauchschichthöhe. Die Rauchschichthöhe unterteilen wir in drei Gruppen. Und zwar einmal eine hohe Rauchschicht, eine mittlere Rauchschicht und eine niedrige Rauchschicht. Was heißt denn das jetzt? Eine hohe Rauchschicht, die haben wir ja gesehen, wenn dieser Brand eine Entstehungsphase ist und sich entwickelt. Dann haben wir oben an der Decke, haben wir dann eine Rauchschicht. Ne? Weil dieser Rauch steigt ja nach oben. Das ist damit gemeint. Die mittlere Rauchschicht dementsprechend ungefähr zur Hälfte und die niedrige Rauchschicht über diese Hälfte noch drüber. Und jetzt meine Frage in die Runde. Für wen ist das denn wichtig? Ganz genau, für den Angriffsdruck. Was macht denn der Angriffsdruck im Raum? Steht der so wie ich? Hockt der? Oder sitzt der mehr oder weniger auf dem Boden? Genau, er sitzt mehr oder weniger auf dem Boden oder kriecht auf dem Boden lang. Warum ist das so? Genau, weil die Temperaturen viel höher sind wie auf dem Boden. Genauso die Sichtverhältnisse. Ich habe auf dem Boden, dadurch, dass da weniger Rauch ist, natürlich mehr Sicht und kann gucken, wo eventuell noch eine Person im Raum sich befindet. Ja, das müssen wir uns merken. Deswegen ist der Angriffsdruck im Innenangriff immer im Kriechgang, unten auf dem Boden. Okay. Hohe Rauchschicht. Ich sagte es eben schon, der Brand befindet sich in der Entstehungsphase. Ja?
beziehungsweise im Anfangsstadium. Ein plötzliches Heben der Rauchschicht deutet auf eine Belüftung hin. Das heißt, wenn wir jetzt so eine Rauchschicht haben, die, wenn wir jetzt irgendwo Luft da reinlassen und die hebt sich ganz plötzlich, dann wissen wir, okay, hier haben wir jetzt eine große Luftströmung gehabt. Da ist vielleicht eine Tür aufgegangen oder ein Fenster ist kaputt gegangen, zum Beispiel. Ja, das ist damit gemeint. Mittlere Rauchschicht. Ein allmähliches Absinken der Rauchschicht deutet auf eine Ansammlung von Brandgasen hin. Das könnte ein Anzeichen sein, mittlere Rauchschicht, vom bevorstehenden Flashover. Wenn sich diese Rauchschicht jetzt schnell absinkt, das heißt also von der hohen, zack, runter geht, das war jetzt mal ein bisschen übertrieben, zur mittleren Rauchschicht, dann haben wir eine Intensivierung des Brandes. Das heißt, der Brand nimmt mehr Energie auf, ist energiereicher. Und eine niedrige Rauchschicht deutet auf eine fette Verbrennung hin. Diese fette Verbrennung, haben wir vorhin in der Tabelle gesehen, ist quasi eine unvollständige Verbrennung. Dort besteht dann wieder, dort steht es nochmal, die sogenannte Rauchgasexplosionsgefahr. Ja, mit dem Dreieck nochmal da unten. Backdraft. Dieses Phänomen tritt meistens auf in modernen Häusern. Warum? Jemand eine Idee? Richtig, weil moderne Häuser sind sehr dicht gebaut. Ja? Das heißt also, wir haben dort wenig Spalten oder, ja, sag ich mal, Lüftungsschlitze, wo Frischluft einströmen kann. Und da erhöht sich bei modernen Häusern erhöht sich diese Rauchgasexplosionsgefahr mehr als bei etwas älteren Häusern, ja, weil die doch nicht so ganz dicht sind. Okay, das müssen wir wissen. Also bei modernen Häusern haben wir hier mehr die Gefahr, bei etwas älteren Häusern haben wir die Gefahr von dem Flashover und Backdraft mehr. Flashover und Rollover mehr. Okay. Und deshalb, Grundsatz, ich sagte es vorhin schon, in den Rauch geht es nur mit Atemschutz. Und zwar solchen, der von der Umluft unabhängig ist. Ja? Also Restluftflasche und Atemschutzmaske. So, genug über Rauch erzählt, was ist denn jetzt eigentlich mit den Flammen? Was kann ich denn aus der Farbe einer Flamme lesen? Was für ein Stoff brennt, das ist schon mal gut. Das ist schon mal eine sehr gute Antwort. Wir unterteilen das jetzt mal. Und zwar, gelbliche Flammen haben wir, wenn bei einem Zimmerbrand eine ausreichende Luftversorgung da ist. Ne? Also wenn da jetzt ständig Luft dann jetzt reinströmt, wenn vielleicht ein Fenster kaputt gegangen ist oder vielleicht sogar noch ein Fenster offen steht, dann haben wir gelbliche Flammen, wenn es da drin brennt. Ja? Sehr helle, fast durchsichtige Flammen entstehen bei der Entzündung der Pyrolysengase im Brandrauch. Dann haben wir so also sehr, sehr helle Flammen. Ja? Das wäre dann auch der Übersprung zum Vollbrand. Dann haben wir rötlich-orangene Flammen. Sowas gibt es auch. Wo haben wir denn das? Rötlich-orangene Flammen weisen auf eine fette Verbrennung hin. Deswegen sehen wir diesen Flammentyp, diesen hier, meist auch in Verbindung mit schwarzem Rauch. Weil hier die Sauerstoffkonzentration unzureichend ist. Und dann haben wir noch bläuliche Flammen. Das kennt er sicherlich. Jeder, der schon mal einen Campingkocher angeschaltet hat oder hat mal ein Gasherd angezündet, da finden wir richtig blaue Flammen. Ja? Das sind bläulich brennen verschiedene Gase. Das mal zur Flamme. Natürlich haben wir alle drei Flammenbilder auch bei einem Hausbrand mit drin. Okay.
klar. Ja, wir haben ja auch Gase, die ausströmen, die vermischen sich dann diese drei Farben zu, ich nenne es jetzt ganz einfach mal einem Flammenmeer, wo wir diese drei Farben mit drin haben. Okay, so viel zur Flamme. Okay, Meldung, Feuer aus. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dann bleibt für mich nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Übungsdienst online. Ich hoffe, ihr habt auch jetzt im sechsten Teil ein bisschen was mitnehmen können, was so ein paar Begriffe bedeuten, ne? Wie man Rauch liest. Vielleicht könnt ihr ja mal, wenn ihr mal am Lagerfeuer sitzt oder mal einen Grill anmacht, dass ihr euch das mal in Erinnerung ruft. Mensch, wie war denn das? Ich habe ja weißen Rauch, grauen Rauch, gelblichen Rauch. Was verbrennt denn da eigentlich? Demzufolge natürlich auch die Flammenbilder dazu. Ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, bleibt bitte gesund. Ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder Dienst machen können. Ja, um euch auch solche Sachen mal, vielleicht auch sogar mal live zu zeigen. Ja, dass man mal irgendein Stück Holz einsteckt und ganz einfach mal guckt, was passiert da eigentlich. Okay. Eine Sache habe ich jetzt noch. Und zwar, ich möchte mich hier erstmal an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Und zwar für alle Abonnenten von unserem Übungsdienst Online-Kanal. Ja? Natürlich auch an alle, die uns Jugendfeuerwehr auf Facebook, Instagram und Co. folgen, uns liken, uns teilen. Super Sache, ja? Deswegen herzlichen Dank erstmal dafür. Ja? Und natürlich auch ein ganz großes Lob auch an den an die Kreisjugendfeuerwehr Peine mit ihrem Projekt 112malklug.de. Schaut da einfach mal drauf. Sehr interessante Sache, was die da machen. Auch dort sind unsere Übungsdienst-Online-Videos verlinkt, dass die sich jeder anschauen können. Ja, ansonsten, wie gesagt, freut uns sehr, dass das so gut ankommt. Ich hoffe, dass das auch so weitergeht. Bis dahin, bis zum nächsten Mal, zum Teil 7. Bleibt gesund und macht's gut!